So, jetzt gehe ich erstmal zum Wahrsager und frag den mal, weil der doch immer meistens nützliche Hinweise, aber ich habe fast keine Rubine mehr. Ich brauche mal wieder welche. Aber ich habe schon mal 4 von 24 Herzteilen oder so. Was Dennis meinte. Meinte, es gibt 24, wenn ich mich nicht irre. So. Warum ist der einzelne Strauch da? Ach, egal. Fangen wir jetzt mal den Wahrsager. Aber erstmal die beiden Hampelmänner töten. Und dann zu ihm durch. Bestimmt kann ich die Steinhaufen auch später irgendwie wegmachen. So. Ich sehe, du hast bestimmt ein interessantes Schicksal. Lass mich in die Zukunft sehen. Na gut, dann gut, dann schau mal. Ich sehe, der wahre Held wird im Bergturm die Mondperle finden. Es kostet sich. Ohne Witz. So ein Halsabschneider. So ein Halsabschneider. Ich dachte, er gibt mir irgendwie einen Hinweis, wie ich da überhaupt hinkomme. Weil da ist eine Brücke kaputt, da ist dies, da ist jenes. Ohne Witz, Mann. Achso, hier geht's wieder zu dem Holzfäller-Zeugs. So ein Halsabschneider. Ohne Witz. Nehmen wir mal den hier. Da ist nichts. Gucken wir mal, was wir in der Kathedrale noch machen können. Können wir hier irgendwas aufspringen? Du, sagst du irgendwas? Wie dich sogar Acker nehmen, dann werden auch die Soldaten deinen Bann entrinnen. Nun mach dich auf, alle drei Amulette zu sammeln. Mäh. Kannst du nicht mal was Produktives sagen? Was mir weiterhelfen würde, my friend. Kann ich eigentlich Gräber irgendwie auch schieben hier, so wie in Teil 1? Keine Ahnung. So. Da ist nichts. Geister? Tot. Da ist auch nichts. Noch ein Geist. Ach, komm. Unter denen ist bestimmt nirgendwo etwas. Aber unter dem da oben. Wofür ich anscheinend was Besseres brauche, um das hier loszuwerden. Ich könnte darauf wetten, aber ich gucke trotzdem mal alle nach. Das interessiert mich nämlich. Ja. So, oder das hat hier was Besonderes, weil das auch hinter Stein liegt. Ja. Ach. Ich bin wieder in der Kathedrale. Aber die haben immer schön viele Rubine hier. Diese Ratten. Wenn die mir nicht gerade Schaden geben. Wenn sie welche geben. Und das hätten wir noch. Und was haben wir hier? Ach komm. Na gut, immerhin Bomben. 300 Rubine, 10 Pfeile. Herz, nichts, Herz. Nein, da gehe ich jetzt. Obwohl, Moment.
Karte. Dann nehmen wir... wir machen es einfach mal. Ah, da komme ich da hier wieder raus. Gab es nicht noch sogar noch einen Raum? Wo ich Bomben rein theoretisch hätte benutzen können? Meine ich zumindest. Ich weiß es aber nicht. Ach. Vor allen Dingen, ich gehe voll falsch in die Richtung. Dadurch. Ich muss hier nämlich weiter nach oben. Schieb. Dann im Tor. As far as I know. Ja, natürlich. Nein. Ein Rubin. Und einen roten. Schön. Den muss ich ziehen. Aber erst die töten und dann die töten. Ey. Da bleibt die stehen und deswegen kriege ich Schaden. So. Jetzt gucken die beiden. So. Mehr war da nicht. Aber wir haben 300 Rubine wiedergefunden. Das ist doch schön. Stirb. Du auch. Es war ja genau der gleiche, aber du auch. Diese Aussage war so sinnfrei. Ey. Wie hast du mich getroffen? Ohne Witz. Hey, Fee, ich komme. Ja, wenn man schon die Möglichkeit hat, dann nutzt man sie. Danke. So empfinde ich das zumindest. Wenn man die Möglichkeit hat, dann nutzt man sie. Kann ich einen Wasserfall hochschwimmen? Habe ich das nicht letztes Mal schon irgendwie ausprobieren wollen? So, hier hoch. Geht nicht. Wie soll ich denn sonst da hochkommen? Ich schwimme hier einfach mal lang. Und schau, wo ich ankomme. Ob ich irgendwo rausklettern kann. Oder ob es hier einen Geheimgang gibt. Nein. Oder hier. Aber ohne Mist, irgendwo muss ich doch hier langkommen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. So. Ist das hier eine Höhle eigentlich? Nee, es ist nur Schatten. So. Ah, hier ist es ja auch genauso. Gut. So. Dann nehmt hier wieder raus. Nur an dem Land, oder? Ich muss ja irgendwie nach da oben kommen, aber wie? Das ist hier die Frage. Da sind so Löcher-Dings. Komme ich da irgendwie lang? Ohne Mist. Vielleicht sagt mir der Wahrsager nochmal was. Auch wenn er ein Halsabschneider ist. Oder wir gehen mal ins Dorf.
Na, die haben eh nichts zu sabern. So, weiter. Die haben nie was zu labern, oder selten. Ja, lauft mir mal nur hinterher. Wenn ihr meint. Ich habe eine Idee, wo ich vielleicht was... Vielleicht bringt mir jetzt diese Lichtung im Wald irgendwas. Weil es gibt anscheinend nur noch ein Dings und vielleicht... Also noch ein Amulett, also... Wäre die Option, dass dieser Waldabschnitt mir jetzt irgendwas bringt, hoch. Hä, war ich hier nicht schon? War ich hier nicht? Mir kommt so vor, als wäre ich hier nie gewesen. Ist mal ohne Witz. Was ist das hier für ein... Was bist du? Erst wenn mein Kollege wieder auftaucht, können wir dein Schwert härten. Tut mir leid. Ach, da bin ich jetzt. Da war ich wirklich noch nie. Aber sowas von noch nie. Oh. Gut. Aber ernsthaft. Hat nicht irgendwer hat doch was mit Flöte gelabert. Vielleicht brauchen wir die ja. Und da war doch irgendwas mit dem Flötenspiel oder so. In der Lichtung. Ich guck das jetzt einfach mal nach. Das wäre so meine Idee. Und? So. Nein. Ja. Dann eben nicht. Kann ich das nicht wegspringen? Nee. Das wäre so eine Option gewesen. Von ihm weiß ich noch nicht, wie ich da oben hinkommen soll. Ich will aber nicht schon wieder einen Wartager so viel abdrücken. Jetzt will er bestimmt 50 oder sowas haben. Ohne Witz, das ist so ein Halsabschneider. Das geht gar nicht. Mit dem. Aber was anderes bleibt mir anscheinend gerade nicht über. Übrig. Wähle da nochmal den gleichen Text. Dann ist er tot. Dann ist er tot. Hi du. Blablabla, ja. Wehe. Ich sehe, im Magieshop nördlich des Ostpalastes gibt es einen Pilzliebhaber. Grill! Das ist nicht die Information, die ich wollte. Ja, komm. Ich sehe, der wahre Held wird in Bergturm die Mondperle finden. Ohne Witz. Leck mich. Ich weiß noch nicht mal, wie ich da hinkommen soll. Ohne Witz. Ich sehe keinen Weg da hoch. Ohne Mist. Ah.
soll ich denn da hochkommen? Steine aus dem Weg räumen, das könnte... Da lang, 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 da lang. Und weg. Gut, aber bevor es hier weitergeht, bis zum nächsten Mal. Ich bin Kane, Indiana Jones.